sind wir einfach mal für ganze 24 Stunden lang in einem Roblox-Bobo-Haus eingesperrt. Und zwar arbeiten wir als Security-Mann in einem Spielzeugladen. Aber was wir nicht wussten, ist einfach, dass der Ladenbesitzer ein richtig gruseliger Mann ist, der uns einfach essen will. Und wir müssen versuchen, dort auszubrechen. Deshalb, Leute, das Ganze wollt ihr nicht verpassen. Bleibt bis zum Ende dran. Wenn ihr neu seid, lasst auf eher gerne ein Abo da, Leute. Vergesst natürlich nicht, das Video zu liken. Und jetzt würde ich sagen, geht's los mit dem Video, Leute. Abfahrt! Ladies and Gentlemen, es geht los! Und wir bekommen schon mal die Nachricht, willkommen in deiner ersten Nachtschicht im Toy Shop. Ihr seht, Leute, wir sind hier quasi so als Security-Mann unterwegs und wir arbeiten quasi nachts in so einem Spielzeugladen. Aber wir haben ein Problem und zwar seht ihr schon vor uns, das ist der Ladenbesitzer, Leute. Und ich weiß nicht warum, aber der Ladenbesitzer sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Also er könnte eventuell dazu neigen, uns zu fressen, aber das werden wir gleich noch feststellen, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal unseren Shop nach und als Ladenbesitzer, was macht man als Ladenbesitzer? Ich weiß gar nicht, also... Bro, was geht da jetzt schon ab? Chill mal, hallo. Junge, ich bin seit 10 Sekunden hier im Laden und es wird direkt gruselig. Irgendwas ist da hinter diesem Lagerraum, Leute. Junge, irgendjemand schlägt dagegen. Hallo, hier spricht Security-Mann Lumex. Bitte verlassen Sie den Raum. Was ist das für ein Geräusch? Ich muss herausfinden, was das ist. So wie es aussieht, Leute, sollen wir jetzt dahinter gehen und rausfinden, was das für ein Geräusch ist. Eigentlich will ich das nicht rausfinden, aber ich glaube, das ist unsere Aufgabe und... Och, nö, Bro. Warum ist denn das jetzt so dunkel hier? Aber wir haben Gott sei Dank eine Taschenlampe dabei. Ist also alles nur halb so wild. Das heißt, wir machen uns jetzt hier einmal auf den Weg und schalten hier einmal das Licht wieder an. Ich glaube, das hat gut funktioniert. Hä? Was war das für ein Geräusch? Habt ihr das auch gehört? Ey, das ist schon wieder richtig creepy, Leute. Das Ding ist, wir sind halt hier eingesperrt. Wir kommen hier halt auch nicht raus, so, ne? Das ist halt das Ding, Leute. Also ihr seht, ich bin hier halt wirklich eingesperrt. Wir kommen hier nicht raus, Leute. Wir müssen unserer Arbeit nachgehen. Und der Lagerraum scheint jetzt auch... Junge, was ist das hier? Das ist ja richtig mit Jumpscare und so. Bruder, wer versteckt sich hier oben? Es sind irgendwelche Fußabdrücke. Ich glaube, jemand versteckt sich da oben. Die kommen fürs Erste aber hier oben nicht rein, Leute. Das heißt, wir müssen anscheinend erstmal den Weg hier weitergehen. Und in der Hoffnung, dass wir hier nicht sterben. So, wir machen erstmal wieder Licht an, weil es ist nämlich hier schon wieder ziemlich dunkel. So, jetzt will ich erstmal schauen, dass wir hier nicht runterfallen. Weil sollten wir hier runterfallen, dann war es das auf jeden Fall. Das versuchen wir auf jeden Fall zu vermeiden, ne? Oh, okay. Jetzt sind wir hier oben. Lebensmittel. Wir legen einmal den nächsten Hebel um. Und jetzt haben wir hier irgendwie einmal so Platten, auf denen wir ganz entspannt nach drüben gehen können. Okay, Leute. Wir sind auf jeden Fall schon mal ein Stück weiter. Wir müssen dem Ganzen jetzt auf den Grund gehen. Eigentlich will ich nur hier raus. Ich sage euch ehrlich, ich kann das nicht, Leute. Ich kann... Hä? Warum ist das Licht schon wieder aus? Was ist mit den Lichtern passiert? Ich kann etwas in der Ferne hören. Okay. Leute, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Ich... Oh, oh, ah! Rein, 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 rein! Was ist das? Ah! Ey, hallo, hallo, beruhigen Sie sich! Beruhigen Sie sich! Oh, Leute, ey, wie schnell ist der? Der will mich aufessen! Bruder, renn! Lumex, renn um dein Leben, Bro! Renn! Wo muss ich hin? Leute, Junge, der will mich aufessen! Hören Sie auf, ich habe Ihnen nichts getan! Herr Ladenbesitzer, lassen Sie mich gehen! Oh mein Gott, Bro, bitte! Ich will einfach nur raus hier! Pfeile sagen rechts lang, dann gehen wir rechts lang. Bruder, der hat mich gleich, der hat mich gleich! Junge, hör auf! Ausgang, 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 Ausgang! Oh, oh, oh mein Gott! Tega! Dieser grimmige Fettsack wollte mich essen! Ich glaube, das war auch dieser Typ, der diese komischen Geräusche verursacht hat, Leute. Das scheint der Ladenbesitzer gewesen zu sein. Also, Digga, no joke, ich habe mir gerade halb eingekackt. Der war so schnell, der hatte mich fast. Tega! Okay, Leute, wir sind... Wir sind Security-Mann, wir müssen unserer Arbeit nachgehen. Auch wenn wir hier raus wollen, Leute, wir begeben uns in den nächsten Raum. Auch wenn es hier wieder ziemlich dunkel scheint. Digga, oh mein Gott. Da unten sind so Weizen. Wenn wir da reinfallen, dann sind wir Matschebrei. Bitte, Bruder, bitte fall da nicht rein. Bitte, tu mir den Gefallen und fall da nicht rein. Nein, 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 bitte nicht. Oh, oh, oh mein Gott.
Okay. Das war auf jeden Fall schon mal knapp, Leute. Ich sag euch auch ganz ehrlich, bevor wir hier weitergehen, schauen wir uns erstmal hier den Shop an. Denn, wie es scheint, können wir uns hier richtig viele krasse Sachen kaufen. Was? Wir können uns hier so Waffen und so Skateboards und so kaufen. Wir kaufen uns einen Flammenwerfer. Der kostet zwar 300 Robux, aber ich habe Bock auf einen Flammenwerfer. Deshalb kaufen wir uns jetzt einen Flammenwerfer. Aber bitte macht das nicht zu Hause nach. Ja, ich mach das nur zu meiner eigenen Sicherheit, falls dieser Fettsack wiederkommt, dass ich den weglasern kann. Wir haben wirklich einen Flammenwerfer, wartet mal. Oha! Wir haben immer einen Flammenwerfer, Digga. Was? Oha! Wer hier noch einmal Stress macht, der wird hier abgefackelt. Ja! Hä, wie geil! Okay, ich würde sagen, jetzt können wir auch beruhigt zum nächsten Minigame gehen. Und was ist das hier? Hä? Ist das ein Spiel mit rotem, grünem Licht? Nein! Leute, ich glaube, das ist rotes, grünes Licht von Squid Game. Wir dürfen jetzt, glaube ich, Oh mein Gott, hast du mich erschrocken! Gerade, wo ich drauf gehe, ist auf einmal rot, Digga. Okay. Jetzt dürfen wir nicht gehen. Jetzt ist grün. Wir dürfen gehen, Leute. Wir bleiben stehen, es ist rot. Digga, der hat mich gerade so erschrocken, Alter. So, stehen bleiben, rot. Bitte, Bro. Bitte, 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 bitte. Junge, ich kack mir ein. Ja, sieht gut aus. Stehen bleiben. Jetzt. Ja. Yeah! Ich hab's geschafft. Du fetter Fettsack. Nenn das. Okay. Reicht dann auch. Aber ich merke schon, wir müssen hier so verschiedene Challenges meistern, Leute. Ich mache mich jetzt hier auf jeden Fall weiter. Und Digga, was ist denn das hier? Die sind so Laser. Digga, muss ich jetzt hier so Laser-Parcours machen oder was ist hier los? Wo müssen wir hin, ist die Frage. Wartet mal. Aua, ich glaube, wir müssen hier... Bitte warten, ne? Ah, jetzt ist es da. Aufzugtaste drücken. Wir haben jetzt einmal die Aufzugstaste ge... Oder wo geht das jetzt hin? Ich habe ein bisschen Angst gerade. Ich weiß nicht, wo es hingeht, Leute. Also, wo auch immer wir jetzt hinfahren, es wäre cool, wenn ich nicht gegessen werde. Okay. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Also, hier unten stand, sieht aus wie ein Überlebensspiel. Ich weiß nicht, was wir jetzt hier machen müssen, Leute. Zu einem sicheren Platz. Wir sollen uns jetzt anscheinend einen sicheren Platz suchen. Die Frage ist, warum? Da oben ist halt ein fettes Tor irgendwie. Ich stelle mich jetzt einfach mal hier hinter diesen Blöcken, was auch immer jetzt passiert, Leute. Wir chillen jetzt einfach mal hier. Mal gucken, was kommt. Was ist das denn? Ey, hallo! Ey! Was macht der? Ey! Nimm mich! Hallo! Der will mich aufessen! Bitte tu mir nichts, Bro! Bitte! Ey, hallo, hallo, Bro, bitte, ey. Bruder, chill mal. Wir müssen rennen, Leute, rennen. Oh mein Gott, renn, 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 renn. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Der will mich aufessen. Digga, dieser fette Typ da. Junge, lass mich doch in Ruhe, bitte, Bro. Er kommt immer näher. Er kommt näher. Ey, ey, 3 Sekunden. Komm, 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 Ausgang, Ausgang, jetzt lass mich raus. Oh, oh mein Gott, das war eine Millisekunde, wir wären tot gewesen. Oh mein Gott. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich halte hier keine 24 Stunden mehr aus. Das ist zu viel für mich hier. Digga, ich... hey, hallo, hallo, was geht ab? Aua, mein Kopf, aua, 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 Digga. Was war denn das jetzt? Hallo, ich will hier nicht hin, lassen Sie mich zurück. Oh, es geht nicht. Leute, es sieht so aus, als werde ich jetzt gezwungen, die Tür hier zu öffnen. Naja, dann machen wir das mal. Och nö, da ist dunkel. Ich mag das nicht. Okay, ich gehe jetzt hier einfach rein, Leute. In diesem Lagerhaus ist es wirklich dunkel. Ach, Tatsache! Digga, Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Ich sag's euch. Irgendwas ist hier faul. Junge, du Ehrenloser! Ich sag euch ehrlich, wir müssen uns besser ausrüsten. Wir müssen nochmal in den Shop reingehen. Wir brauchen jetzt irgendwas Krasses. Verwende die Speedspirale, um mit einer coolen Geschwindigkeitsanimation wirklich schnell zu laufen. Ich glaube, das brauchen wir. Damit können wir nämlich schneller laufen, Leute. Bitte sag, ich kann jetzt schneller laufen damit. So, wir haben jetzt diese Spirale. Oha! Wir können übel schnell laufen. Jetzt kann er mir gar nichts mehr. Passt auf. Er kommt! Du kannst mir gar nichts. Ich bin schneller als du. Ich bin schneller als du. Wo ist der Ausgang? Ausgang! Ausgang! Oh, ja, hier, hier, hier. Renn, renn, renn. Oh, oh, oh mein Gott.
Leute, ich sag euch ehrlich, diese Feder hat mir gerade meinen Arsch gerettet. Ohne diese Feder wäre es das komplett gewesen. Die Frage ist, was müssen wir jetzt hier machen? Ich glaube, wir müssen hier nach oben. Da ist ein Gabelstapler. Warum ist hier ein Gabelstapler? Hä? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, wir müssen Gabelstapler fahren. Hä? Junge, was geht denn hier ab? Was? Wir fahren aber mit dem Gabelstapler irgendwie mal die Sprungschanze. Wir dürfen nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Bitte nicht runterfallen. Wir dürfen hier nicht runterfallen. Hier ist überall Lava, Digga. Wir müssen jetzt hier ein bisschen den langsamen Hasen aktivieren, Leute. Okay. Jetzt wieder Full Speed. Ab nach unten. Rein in die Kurve. Wir sliden die Kurve. Es sieht gut aus. Noch sieht's gut aus, Leute. Noch sieht's gut aus. Die Frage ist, wie lange sieht es doch gut aus? Oh, fahr. Gabelstapler, fahr. Oh mein Gott, ich will doch nur raus hier. Ich kann das nicht mehr. Mega-Rampe. Mega-Rampe. Oh, 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 oh mein Gott. Bitte, ich will einfach nur raus hier. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Endlich. Oh nö, was ist denn das jetzt eigentlich, Leute? Die wollen doch nicht ernsthaft, dass ich da jetzt reinspringe. Also, ich da reinspringen muss wirklich vieles passieren. Aber ich glaube, ich muss da rein. Hä? Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Oh mein Gott, das ist irgendein 2D-Spiel. Hä? Hinter mir kommt der Fenster. Aber warum muss ich jetzt so ein Videospiel spielen? Batz, Junge, weg mit dir. Digga, was ist das jetzt? Ich will kein Minigame spielen. Ich will hier raus. Junge, der kommt immer näher. Der will mich essen. Hallo. Bombe, Bombe, Bombe. Oh mein Gott, Junge. Mach schneller. Mach schneller. Renn schneller, Bro. Bitte. Bitte, Bro. Bombe. Oh mein Gott. Leute, ich sag euch ehrlich, ich will einfach nur raus hier. Eine Ewigkeit später. Leute, ich sag euch ehrlich, es sieht bisher nicht schlecht aus. Wir sind auf einem guten Weg hier raus auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen hier oben lang. Es ist wieder alles hier so dunkel, Digga. Da habe ich wieder gar keinen Bock drauf. Vor allem meine Taschenlampe wurde mir abgezogen. Wer hat meine Taschenlampe eigentlich geklaut? Was ist denn das für ein Scam? Ich glaube, dieser fette Fettsack hat mir meine Taschenlampe abgenommen. Aber das ist gar kein Stress. Ich habe meine Speedschuhe. Damit bin ich sowieso doppelt so schnell wie du. Ansonsten... warum sind hier überall Tote? Hä? Die liegen hier. Ich kann nicht mehr, Digga. Oh mein Gott, wurde ich gerade aus dem Leben genommen. Was zur Hölle war das? Ich glaube, wir dürfen diese Leichen nicht berühren, Leute. Sobald wir die berühren, springen die auf. Ihr habt's gesehen. Digga, bitte. Bloß keine Leiche berühren. Bloß keine Leiche berühren. Digga. Oh mein Gott. Ich will doch einfach nur raus hier. Bitte Ausgang jetzt, Bro. Immer noch ein Spiel. Ich will kein Spiel spielen. Was ist denn das jetzt? Ich glaube, ich spiele jetzt einfach Stumble Guys Honey Drops, so wie es aussieht, Leute. Jetzt, Bro, bitte. Jetzt. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Leute, wir müssen... Hey, hallo, chill mal. Wir dürfen auf keinen Fall runterfallen. Bitte nicht. Leute, warte, ich habe doch meine Schuhe. Ich habe doch meine Schuhe. Ich hab doch meine Schuhe, ihr könnt mir gar nichts. Ich hab Speedschuhe. Aber warte mal, Bro. Bro. Ey, hallo. Hä? Hallo. Ja. Ja. Wir sind weiter. Wir haben den Ausgang. Bitte, Bruder, bitte. Ich will raus hier. Tut, tut, schicke, schicke, tut, tut. Bitte einmal straight aus diesem Laden raus, ja? Ich wäre euch sehr dankbar. Oh, fahr. Schneller. Schneller. Fahr. Los. Schneller. Schneller, schneller, schneller. Fahr, 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 fahr. Oh mein Gott. Leute, wenn wir Glück haben, fahren wir raus. Dann haben wir es geschafft, 24 Stunden lang in diesem Horrorhaus zu überleben, Digga. Digga, bitte lass es keine Falle sein, ja? Bitte lass es keine Falle sein. Ich will einfach raus hier. Oh nein, 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 nein. Ich wusste, es ist ein Scam. Schlussspiel. Ich wusste, es ist ein Scam. Das war nicht das Ende. Das Ende kommt erst jetzt. Och, nö. Hä? Wer ist er denn? Ihr wollt doch nicht, dass ich gegen diesen Fettsack da unten jetzt kämpfe. Der hat Laserstrahlen. Bazooka, 10-fache Feuerrate. Aber natürlich. 60 Robux. Mach das nicht nach. Ich mach das fürs Video, Leute. Okay, du willst Stress. Du bekommst Stress. Oh. Feuer! Leute, wie viel HP hat der Typ? Junge, Raketenwerfer-Action! Junge, wie viel HP hat der? Hallo, sterb mal bitte! Junge, du sollst sterben! Oh, hör auf, hör auf! Junge, geh, geh, geh!
Oh mein Gott, wir dürfen nicht in das Lila rein, da kriegen wir Schaden. Junge, der will mich umbringen. Was ist das für ein Vieh? Lassen Sie mich in Ruhe. Oh, schieß schneller. Du musst schießen, Bro. Komm, wir müssen zuspammen. Spam, 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 spam. Junge, bitte. Junge, wie hat der Typ? Schieß! Schneller! Junge, schieß mehr! Schneller, 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 schneller! Schieß, schieß, schieß! Bitte sterb endlich! Ja! Junge, gar nicht kannst du mir. Gar nichts kannst du mir. Ladies and Gentlemen, wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst auf eh einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, welches Roblox-Game ich als nächstes spielen soll. Insofern würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Zusammen wieder, Leute. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.